Willkommen zurück bei Sea of Thieves. Heute ist der Himmelsjäger dabei. Hallihallo. Hallöchen. Und wir werden uns heute mal das neue Update ansehen. A Pirates Life. Endlich. So, du hast dir den ersten Teil schon angesehen, habe ich gehört. Ja. Dann erzähl mal. Ich dachte, wir wollen surfen. Entschuldigung, nicht die Überraschung nehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns eine Schaluppe gewählt. Also, yep. Ausrüsten das Ding. Ja, und dann muss halt hier starten. Hier bei neuen Zelt, Ding so, Gedöns. Gut. Ahnung. Was auch immer. Aber erstmal hier die Taschen vollhauen. Yep. Dass unser Schiff hier vernünftig ausgerüstet ist. Einen Skin hast du schon ausgesucht? Jo, habe ich schon. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. So wie immer. So wie immer. Ich habe nur neue Kanonen drauf. Na klar, dass ich wieder die falsche Taste erwische. So. Schön an der Schaluppe ist. Wie sehen die Kanonen aus? Sekunde. Man hat alle Tiere an Bord. Ach du Haje. Hm? Na, wenigstens leuchten sie nicht. Jupp. Wo sind also, leuchte ich jetzt mal. Oh, ich war lange nicht mehr auf der Schaluppe. Wo sind die Vorratsfässer? Hier. Hier unten. Hier alles klar. Ich dann nie was anderes spielt als Schaluppe aus. Ich spiele mit anderen. Also mit mehreren anderen. Ja. Naja, ich spiele am liebsten mit der Crew zusammen und da bist du dann zwangsläufig auf größeren Schiffen. Alles Banane hier. Ich habe halt sonst eigentlich niemand, mit dem ich so des Öfteren. Ja. Ja, das ist immer zeitlich. Ich darf arbeiten, jeder weiß, das sind sowieso nur die Wochenendenzeit. Ja. So. Gut. Die Fässer gab's nicht. Und die haben wir schon ausgeräumt. Naja, ich denke mal, das meiste. Was willst du hier? Halt die Klappe da oben. Dann. So, das meiste werden wir sowieso wieder unterwegs einsammeln. Ja, ich bin voll. Oh, hier. Ein paar Würmer und Kanonenkugeln noch. Okay. Gut, ja. Ich gehe abladen und dann starten wir die Mission, wa? Jo. Ah, ich sehe schon hier das neue Zelt. Jetzt bin ich gespannt. Schwer zu übersehen. Jetzt bin ich gespannt, was sie sich ausgesucht haben. Der Trailer war ja schon episch. Ja, der Trailer war wirklich gut. Also, das hat dann auch richtig so diesen Fluch der Karibik Stimmung da rübergebracht. Das fand ich echt gut. Halt. So. Und knapp 30 Holzbretter haben wir. Nur. Nur. Da sollten wir vielleicht ein paar mehr mitnehmen, wa? Ich kann eine Kiste kaufen mit Holz. Ach, kaufen braucht man nicht. Gibt's eigentlich im Shop jetzt eine neue, also hier in-game jetzt eine neue Items? Weiß ich gar nicht. Soll's eigentlich. Also, hab ich auch nicht geguckt. Ich hab. Ja, tolle Kiste. Hier ist fokussiert, dass ich da die Mission da anschaue. Geh ich da auch leer. Mal gucken. So. Ich warte bei der Schiffbrüchigen. Dings. Start schon mal. Ich kenne das ja schon alles. Ich starte mal. Okay. Ja, viel Spaß. You have questions, I think. So viele Schiffe, so viele Leben. Ich sehe sie kommen und gehen und sie ignorieren mich. Niemand sieht einen Schiffbrüchigen. Das kann ich mir vorstellen. Du bist anders. Du siehst das Lager, die hübschen Flammen. Bald siehst du noch viel mehr. Das ist doch die, was Teil 3 war. Ich suche nur jene, glaub, ja. Die Wahrheit suchen. Jene, die sich dem Sturm entgegenstemmen und das Piratenleben verteidigen.
Meine Bücher beleuchten diese Wahrheit. Wenn du bereit bist, schare eine Crew um dich und kehre zu ihnen zurück. Best be worried. Naja, die Crew ist ja schon da. Ja, ne? Und? Ich hab die Crew. Da steht sie. Also. What service do you seek? Hä? Go. Warum gibt ihr mir keine Mission? Du musst da an der Wand, da sind so einige so Flaschenpost, so ein Schriftchen, die musst du anwählen. Weil es ja mehr Kapitel sind. Alles erscheint verloren, doch in der Schwärze der Meerestiefe verbleibt ein Horror. Hoffnungsschlummer. Ein Piratenleben. Eine seltsame Schiffbrüchige warnt vor Gefahren. Obwohl, sowohl für die Sea of Thieves als auch für das Piratenleben an sich. Gut. Und zwei Gesperrte. Also können wir die versunkene Perle. Mehrere gesperrt. Ah, nee, die ist auch gesperrt. Nee. Für mich ist die nie gesperrt, weil ich die versunkene Perle ist bei mir offen, glaube ich. Aber ich nehme die erste. Ja. Für Seemannsgarn stimmen. Dann trab mal ran. Achso, ich muss auch. Ja, wie wär's? Die versunkene Perle ist für dich frei. Also wahrscheinlich, weil ich in der Sitzung bin und. Ja, weiß ich. Naja, gut. Oder die Ketten. Ich könnte dafür stimmen, steht hier. Warte mal, ich probier's okay, mal. Machen wir noch nichts. Nee. Ja, kann ich. Aber wir nehmen mal das erste. Ein Piratenleben. Ja. So. Jetzt musst du nur noch anfangen zu schwätzen. Na dann schwätzen wir. Ah, jetzt. Okay. Nein, die schwätzt immer noch dasselbe. Hast du dein Messer reingeschmissen? Ja. Ada, spürst du das? Ein düsterer Wind, der von jenseits des Horizonts bläst. Diese wilden Gewässer rufen nach mir. Sie sahen, was das Blut gefrieren ließ. Ein tiefer Hunger, ein Herz aus Feuer. Aber sie versprechen immer die Freiheit des Meeres. Siehst du den Text auch? Jetzt aber naht eine neue Gefahr auf den Wellen. Schon jetzt verändert sie diese Welt, wie sie es will. Und wenn sie nicht findet, was sie sieht, was sie will, wird sie alles nehmen. Willst du den Namen erfahren? Na, natürlich, dafür bin ich hier. Wer dieses Unheil brachte, liegt in Eisen geschlagen unter den Füßen des Fährmanns für alle Ewigkeit. Im Meer der Verdammten. Ja, quatsch nicht so lange. Komm zum Punkt. Niemand außer dem Captain darf unter den Deck dieses Schiffes gehen. Ja, wissen wir? Nur als blinder Passagier kannst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen? Hä? Sollen wir jetzt aber auf der Permit fahren, oder was? Du sollst dich auf die Fähre der Verdammten schleichen. Also sterben. Ohne zu sterben. Okay. Ja, natürlich höre ich hier doch immer zu. Nö, ich habe einfach alles, mehr. Nee, ich was du über dein Leben und deinen Tod weißt, ist... Aha. Du siehst du diese verwunschenen Kisten, wenn du die Seelenflammen vorhältst. Da zeigt mir doch endlich den Weg, gute Frau. Wir sind, glaube ich, gar nicht mal so weit von dem Punkt hier. Ein Glas voll Dreck? Ja, da vorne ist das Dings, wo man hin muss. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. I got drafted. I got drafted. And just got denied. Oh. Ja. Wow. Jetzt sitzt eine Show ab. Hexe, verbrennt sie. Ich reiste in eine andere Welt. Und jetzt wirst du das Gleiche tun. Du auch übrigens, ja? Ja. Nimm diese Worte mit. Wenn man sie richtig liest, flüstern sie, was gewesen ist. Du musst das nicht durchlesen. Das ist, die Mission ist so selbsterklärend. Du musst es einfach gar nicht durchlesen.
Now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. Na gut. Also, bring me that horizon. That O. Das heißt, wir müssen... Ah, wir haben eine Mission. Okay. Das lesen wir auf dem... Du kannst es gerne auf dem Schiff lesen. Wie gesagt, eigentlich brauchst du es nicht zu lesen. Naja, ich möchte wenigstens ein bisschen die Story genießen, dafür ist sie da. Was war denn das? Blitz? Ah ne, das ich hab Wasser gebaut, Geschäft. Ach so. Weil Regen, Wasser. Gut. Extra. Ich muss gleich das Steuer festhalten, weil... So. Segel! Jo! Feuerzeug raus hier! Soll ich vor diesem Portal anhalten, damit du durchlesen kannst? Ja! Ach da, das Portal dort! Davor. Das ist direkt vor uns. Aha! Dann halt ich an. Alles klar, warte mal. Mal gucken, was das Buch sagt. Dorthin, wo das Piratentraum auf ewig wahren kann. Nicht jeder Seefahrer trägt den Piratentraum im Herzen. Und ein großes Übel sucht, ihn zu beenden. Es gibt solche, die ihm dienen würden. Die, die ein dunkles Zeitalter für die Seas of Thieves wünschen. Der Tod, er herrscht hier nicht. Oh, sind wir unsterblich? Ein anderer wacht über das Tor zwischen den Welten. Der Fährmann dient. Der Wow! Wir haben ein Loch. Wir haben ein Loch. Jo, wegen den Wellen schlagen Löchern rum. Gut. Ah, ich sehe schon. Kann man nicht mal in Ruhe in der Ecke sitzen und ein Buch lesen? Was war das? Das Volk ist ins Gesicht vom Blitz bekommen. Warum machst du denn sowas auch? Ich hab gar nichts gemacht. Das war doch schon mal in so einem, wo wir zusammen gespielt haben. Der Blitz mag mich nicht. Gut, warte mal. Ich guck mal schnell. Ich fahr mal ein bisschen ums Portal herum, damit du ihn lesen kannst. Der Fährmann weiß und fürchtet es, doch er ist ja an seine Pflicht gebunden, verpflichtet, den Retter der See zu fesseln. Genau. So, die Sea of Thieves braucht Piraten. Ah, ich denke mal, das kann jeder selber lesen. Das geht einiges schneller, als wenn ich mich jetzt hier durchhaspel. Das war's schon. Um diesen Traum zu retten, muss erst ein Leben gerettet werden. Okay. Und das Leben müssen wir da drinnen retten, ja? Jo. Dann würde ich sagen... Ich bin da. Ich sehe mal zu, dass unser Schiff hier nicht absäuft. Gute Idee. Wir haben schon wieder Wasser unten drinnen. Jo, wir sind jetzt auf dem Sturm raus. Ja, da fahren wir wieder in den Sturm rein. Wir müssen schließlich ins Portal. Nö, der Sturm ist halt vom Portal weg. Das ist schön, das dann. Ich spiele hier schon wieder den Schiffsjungen. Gerne fahren. So. Sind die Kanonen schon vorbereitet? Auch noch nicht. Doch, war eigentlich nicht. Hey, bereit ins Portal? Au. Oh. Bei Tageslicht sind die Kanonen gleich besser aus. So, dann gib mir mal Hälfte Segel. Hälfte. So, Hälfte. Hälfte Segel liegt an. Ja. Wir haben voll Gegenwind, ne? Oh, warte mal, den will ich mir von vorne ansehen.
Wie in diesem. Ach, welcher Teil war das? Wo die auch da durch das Portal mussten, um Jack zu retten. Ach so, wo er im Jenseits war. Da, wo sie auf der. Auf dritte, dritte oder vierte? Phase. War das vierte? Okay. Dritte oder vierte war das, glaube ich. Wo er am Anfang das Schiff durch die Wüste zieht. Ja, genau. Okay. Cool. Ladescreen. So. Bei dir ist ein Ladescreen? Nee, nee. Hier jetzt nicht mehr. Dead man, tell no tales. Ja, am besten jetzt, um alles zu sehen, gehst du hier hinterher hoch. Dann siehst du alles ganz gut. Da labert ein Papagei. Trinkets and Coins! Jo. Trinkets and Coins! Gott, Münzen, Tickets and Coins. Tickets. Ah. Okay, vielleicht. Sieht cool aus. Oh, da sind Schiffe. Kann man die plündern? So, nee. Nee. Das ist auch diese Szene aus dem Vorteil. Ja, stimmt! Mit den Toten. Stimmt. Jetzt kommen wir kurz hier hinten. Hier passiert gleich was. Das sehe ich am besten von hier hinten oben. Gut, Lex. So. So, okay, was passiert? Die Ding. Cool. Der Leuchtturm. Guck mal, rechte Seite, da sitzt du im Boot. Da war dein Avatar. He comes seeking adventure in salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight. With okay. Both hands in Mask. There are pieces ahead. Yeah. And Davy Jones waiting for them, what don't obey. Und das haben sie aus dem Disneyland-Teil von da inspiriert, Achtung. Ja, bloß wir sollten langsam mal ans Steuer gehen, weil wir fahren auf Felsen zu. Ja, alles gut, das steuert von selbst. Okay. Cool. Ist richtig gut gemacht. Ich glaube, ich nicht. Ach so. Yep. Mal kurz ein Screenshot gemacht. So, jetzt kann ich eins gehen. Machen wir wieder das Segel gerade, wir haben Rückenwind. Oder? Gibt's hier überhaupt? Nee. Ich Wurst. So. Wo müssen wir jetzt hin? Im Strand. Nee, im Buch steht nur Schneuert, wa? Ja. Okay. Gleich einmal bitte das Regel wieder halbieren, weil wir müssen gleich wieder. Ei, ei, Captain. Die Kanonen sehen echt gut aus. Die 10.000, ja, mit 10.000. So, ich bin am Segel. Jupp.
Kugel gemacht. Segel rein. Was macht ihr? Segel ist drin. Mit. Bin beim Anker. Anker. Jetzt? Jupp. Jetzt hast du den Vortritt an Land. Warte mal, ich will erstmal auf die Karte gucken, mal sehen, wie die jetzt aussieht. Ach, gar nicht. Unsichtbar. Leer. Ja. Gut. Warte mal. Ich lege mal das Holz weg und nehme mir mal was zu essen mit. Sicher ist sicher. Ja, Essen kann man mitnehmen. Holz, weiß ich nicht, ob man braucht. Nö. So, ein paar Bananen nehme ich mit. Nein, weg da. Also. Nee, nicht du. Die Steuerung hier. So, dann lass uns an Land gehen. Ja. Achso, jetzt weiß ich gar nicht, welche Waffen ich ausgewählt habe. Okay. Absolut. Hallo Walter, kommst du mit? Ja. So, folgen wir mal dem offensichtlichen Weg. Wenn die Musik lauter wird, sind wir richtig. Ja. Oh, da steht schon einer. Cool. Das ist jetzt komplett inspiriert aus dem Disneyland-Teil. Du wirst lachen, ich war noch nie in Disneyland gewesen. Burn ich auch nicht. Brenne hell, verflucht das Licht. Soll ich dir sagen, was du machen musst? Er fordert Laterne. Habe ich eine Laterne? Nimmst die Laterne, nimmst hier das Feuer. Hier, Feuer. Hier. Hier. Ach so. Hinter dir. Hier. Ach hier. Hier. Dann nimmst du das Feuer und gibst es den Laternen. Das muss bei jeder Stage von denen machen. Ah. Er geht die Tür auf. Stimmt, das hat sie ja geschrieben, man braucht Verflucht. Hallo Echo, Echo. Au! Wer ist er denn da? Skelettarm ziehen? Ach so. Und jetzt kannst du die Laterne. Ja, ja, ich sehe schon. Oh, jetzt gibt's noch eine versteckte Laterne. Okay, nicht alle spoilern. Ja. Mal sehen, ob ich sie gleich finde. Ja, da oben ist schon. Eine versteckte Laterne, sagst du. Mhm. Dann sollten wir das ja zu Ostern spielen. Mhm. Oh, der hat's hinter sich. Mit dem Steuerrad erschlagen. Hier sind Fackeln. Ne, hier geht's wieder raus. Die soll hier sein, richtig. Ja? Nein, ha? Hier. Das ist richtig, wo du gerade hin wolltest. Das hat mich auch erst gewundert. Ach da! Ja. Sehr versteckt, die habe ich auch aufgehört. Ah, könnt ihr mir was abgeben von den Schätzen? Spoiler mal nicht. Oh Gott, lag. Oh, ich könnte mir auch denken, warum. Deadman's Grotto auf dich.
rennst du denn hier hoch? Wie bist du da hochgekommen? Ja. Du musst jetzt hier auf das? Ja. Na. Moin. Okay, hier ist eigentlich Wurst, wohin du gehst, und musst einfach nur weitergehen.